Ja, und hi, ho, meine Hübschen, herzlich willkommen hier bei Grim Dawn auf ein neues. Es ist ein neues Add-on draußen und ich habe gedacht, komm, wir nutzen jetzt hier die Gunst der Stunde und hauen jetzt einfach mal Grim Dawn als komplette LP-Reihe rein. Das heißt, wir werden es zocken bis zum Erbrechen, bis Diablo Immortal rauskommt. Wäre geil, wenn es am 1. April rauskommt, so, oder? Ist es Mid-Season April Fool? No. Auf jeden Fall, wir werden jetzt hier Grim Dawn zocken, ein Spiel, was sich immer wieder mal gewünscht wurde, weil es ist wirklich sehr, sehr geil. Es kam auch bei euch immer sehr gut an, aber irgendwie kam dann immer ein anderes Projekt dazwischen. Dadurch habe ich dann das letzte pausiert und jetzt aber ziehen wir das hier durch bis zum bitteren Ende. Ne? Wir klatschen jetzt hier so richtig durch. Vielen Dank auch hier an die Entwickler, die mir auch hier wieder das Add-on zur Verfügung gestellt haben. Ist nicht selbstverständlich, finde ich super, super nice. Übrigens auf Anfrage von mir. Ne? Also die haben sich gesagt, ey Kraxel, könntest du hier bitte? Nein. Ich habe gesagt, ey, ich hätte gern, könnt ihr mal, weißt du? Und vielen, vielen Dank. Das ist immer sehr, sehr cool, wie ich finde. So, Schwierigkeitsstufe normal. Derzeit ist die Seite leider offline. Die Seite von Grim Dawn. Einfach, ich denke mal, wegen Ansturm. Und die Sprachsettings kann man sich normalerweise hier runterziehen, wenn man auf weitere Sprachen geht, sodass man eine deutsche Version hat. Normal hat man Englisch. Aber wenn man ein bisschen nachgoogelt, schreibt es uns in den Kommentaren, dann haue ich euch das nochmal rein. Kann man auch die deutsche das deutsche Language-File runterziehen, in den Ordner reinhauen und dann hat man es hier auf Deutsch, ne? Bloß, dass ihr Bescheid wisst. So, wir erstellen uns mal einen Charakter. Wir heißen natürlich ganz klassisch Kraxel. So, wir sind nicht weiblich, wir sind männlich. Wir sind kein Veteran, wir sind auch kein Hardcore-Veteran. Veteran erhöht die Herausforderung des normalen Spielschwierigkeitsgrades für erfahrene RPG oder ARPG-Spieler. Nein, wir sind nicht erfahren. Wir sind ein blutiger Noob. Okay. Hat er jetzt einen erstellt? Ich habe mal kurz meine Uhr abgemacht. Habe ich auf Abbrechen gedrückt? Ist das denn ernst? Ach, guck mal, da ist er. Okay. Da haben wir hier unseren kleinen Typen, ne? Wäre natürlich cool, wenn wir ihn vom Aussehen noch ein bisschen ändern könnten. Geht aber anscheinend nicht. Wir haben jetzt hier so einen kleinen bärtigen, aber ist okay. So, das Spiel übrigens von 2016, ne? Also jetzt hier kein grafisches Meisterwerk, aber finde ich, ist vollkommen okay für ein RPG. Ich habe schon wesentlich Schlechteres gesehen. So, wir starten einfach mal. Erkunde die Welt, um einmalige Truhen zu finden. Sie hinterlassen immer einmal pro Charakter einen epischen Gegenstand. Erkunde die Welt, um einmalige Truhen zu finden. Ah. Secrets. Genau mein Ding. So, ich bin kurz weg. Nein, ich hab's weggedrückt. Ah, also raustappen aus dem Spiel ist tot. Sorry. Aber ansonsten guckt eure letzten Folgen an, wird das gleiche sein. Okay, hier haben wir schönes Overlay. Ich würde mir gerne die Frames anzeigen lassen. Ich guck mal ganz kurz, ob das funktioniert. Nee, geht anscheinend nicht. Schade. Okay, ist auch nicht weiter schlimm. Drawing breath, I see. You're one lucky bastard, I'll give you that. Best go speak to Captain Bourbon right away. He seems to have a plan for you now that we've spared your life. Was ist passiert? Anders, warte. Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? You were possessed. So we strung you up. Seems the spirit fled your body before your life ran out. I'd have left you to hang, but the captain had other plans. He sees some purpose in you and I'm not going to argue. Wo kann ich diesen Captain finden? He's, up the road. Ja, okay. Laber nicht so viel, wir ziehen weiter. Wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Grafisch sieht es doch ganz gut aus, wie ich finde. Ne? Schöne Lichtspielereien sind drin. Faustzüge haben wir aus, den Rest haben wir alles auf hoch, beziehungsweise maximal. Wir können noch mal ganz kurz hier die Schatten noch mal ganz, ganz hoch stellen. Texturen sind hoch, Schatten auf Ultra. So, jetzt bin ich aber gespannt hier. Boah. Seht ihr diesen Unterschied? Und direkt fängt es an zu lenken. Ja. So ist das. Ne? 1080er Grafikkarte? Nein. So. Okay. Dann gehen wir einfach hier hoch. Kommen wir schon rein? Ja, kommen wir. Sehr gut. Das ist Hammond. Oh, sieh mal, das ist der Bessere. Ich sag dir was. Ich habe da etwas, was erledigt werden muss. Ja, ja, komm. Du hast ein Riftgate. Ah, jetzt ging das schon zu schnell weg. Ich hab's nicht gelesen. Himmelaschensphären. You were taken. Possessed by the same creatures that have been reanimating these zombies here. Normally I'd have burned you with the rest to be safe, but we've lost too many people to the dead. I need someone expendable. Someone with nothing to lose, but a lot to gain. Right now, you're that person. Prove your worth to me,
and the survivors of Devil's Crossing may just welcome you. Jemand, der entbehrlich ist, weißt du, ey, du bist unser Mann. Alles klar. Stell deinen Wert für mich unter Beweis und die Überlebenden in Devil's Crossing heißen dich vielleicht willkommen. The bodies of the dead are rising again in some horrible unlife. You will need. So, wir skippen das einfach mal so ein bisschen. Ne, wie gesagt, das haben wir alles in den letzten Folgen schon mal gehabt. Erhalte Gegenstand, verschwindende Illusionen. Dich quatsch auch nochmal an, gib mir das. Dankeschön, tschüss. So, hier könnten wir rein. Rift in Devil's Crossing. Lassen wir aber erstmal. Ich würde sagen, wir klatschen uns erstmal ganz munter voran. Kamera drehen. Oh, guck mal, kann man auch. Sehr gut. Sehr gut. Lower Crossing. Und dann metzeln wir uns aber mal ganz fröhlich voran. Ich überlege gerade, ob wir unten das UI ein bisschen größer machen. Wollen wir oder wollen wir nicht? Warte mal, ich versuch's mal. Minimal vielleicht. Minimal. Man kann das ja hier einstellen, glaube ich. Genau, hier UI-Skalierung. Da, guck mal so. Finde ich schon besser. Ne? Ist das nicht ganz so klein? Denk dran, ich bin etwas älter. Ne, da ist das halt so. So. Oh, da kommen die ersten Zombies. Wandelnder Toter, schon down. Er schmeißt einen Heiltrank raus. Da oben ist der Text ein bisschen abgeschnitten. Tränke, ja. Tränke haben wir auf 1. Ne, 9, okay. So, derzeit haben wir nur einen einzigen Skill. Greif mich da an, da. Ein Mysterium aus der Hölle. Oh, da haben wir was gefunden. Gezackter Stachel, okay. Soll ich dir mal einen richtigen Stachel? Egal. So, wandelnder Toter. So, wenn es jetzt lecken sollte, ich sehe gerade, OBS leckt es minimal. Das werden wir dann gleich nach der Folge beheben. Gucken gleich die Aufnahme an, dann gucken wir uns das mal an, ob das tatsächlich leckt bei euch in der Aufnahme. Jetzt, wo ihr es seht, dann stelle ich das nochmal um. Aber bis dahin lassen wir es einfach mal so. So, wir haben eine Stufe hochgezogen. Was machen wir denn? Soldat, Nekromant. Oh, ich liebe Nekromanten, ne? Also nicht den Nekromant an sich, sondern die Klasse. Obwohl die meisten heutigen Nekromanten vom Ohren der Todeswache ist übrigens mit dem letzten Add-on rauskommen, also mit dem vorletzten. Jetzt nicht das neue von gestern, sondern das, was davor war. Aber hier haben wir noch den Eidwahrer. Unabhängig davon, ob sie von Menhirs Tempel stammen oder den Hexengöttern ihre Seelen anbieten, haben alle Eidwahrer zwei Dinge gemeinsam. Unerschütterliche Loyalität und fanatische Wut. Eidwahrer sind die Wächter heiliger Gräber, Bewahrer des Glaubens und leidenschaftliche Vollstrecker des himmlischen Willens. Sie verstecken sich nicht einfach hinter einem Schild oder ihren göttlichen Kräften. Für Eidwahrer sind dies Waffen, mit denen sie das Blut der Unwürdigen vergießen und ihren gerechten Zorn fordern. Sieht eigentlich ganz cool aus, aber klingt so ein bisschen lame. Also klingt jetzt nicht so nach dem, was ich mir wünschen würde. Tatsächlich Nekromant finde ich ganz cool. Inquisitor. Als Mitglieder des geschätzten Luminari-Ordens waren Inquisitoren für den Schutz des Urelanischen Kaiserreichs vor Arkan und okkulten Gefahren verantwortlich. Im Laufe der Jahrhunderte sammelten die Inquisitoren zahlreiche Relikte von unvorstellbarer Macht. Doch manchmal siegt die Pflicht über die Sicherheit und einige dieser Relikte wurden durch die Inquisition untersucht und für den Gebrauch repliziert. Obwohl sie ausgezeichnete Fernkämpfer sind, sind Inquisitoren mit einem Arsenal an Relikten und Arkan-Runen ausgestattet, mit denen sie auch im Nahkampf durchaus gut umgehen können. Ja, ich hätte jetzt gedacht, die wäre schön. Na, sieht eigentlich ganz cool aus. Na! Schamanen ist natürlich auch nicht schlecht. Schamane stammen aus den wilden Nordlanden und waren spirituelle Führer und Hüter ihres Volkes. Durch die Beanspruchung eines erstaunlichen Einklangs mit der Wildnis und ihres Schutzgottes, Mokdrogen, sind Schamanen in der Lage, die schrecklichen Naturgewalten gegen ihre Feinde einzusetzen und sogar wilde Tiere zu Hilfe zu rufen. Schamanen setzen sich durch. Also, Tote oder Tiere, das ist hier die Frage. Oder vielleicht tote Tiere. Ach komm, wir nehmen den Nekro. Nekro ist cool. Nekro hat was. Muss man einfach sagen. Wir nehmen den Nekro. So, was haben wir hier? Skelette auferstehen lassen. Das ist doch schon mal eins. So, Konstitution, Raffinesse, Geist. Okay. Hier haben wir mit der nächsten Stufe. Ich gucke gerade mal. Nächste Stufe. Skelettkrieger, steht nicht die Anzahl, ne? Doch, beschwört 3. Ändert sich mit der nächsten Stufe aber nicht, soweit ich das sehe. Ne, aber sie haben mehr Leben. Ne, gar nicht. Doch, 2 Leben mehr. Boah, krasse Sache. erhöht ihre Energieregeneration um 10%. Da würde ich sagen, gehen wir erstmal hier drauf. Ja, bestätige mal. So, das ist dann das nächste, aber boah, da werden wir uns nach und nach noch reinfummeln. Da kann ich jetzt noch nichts weiter zu sagen. So, Skelette heraufbeschwören, müssen wir uns natürlich auch irgendwie auf eine Taste hauen, ne? Warte mal, warum ist denn das Menü da oben abgeschnitten? Das wundert mich.
So, erstmal 144 Hertz würde ich gerne haben. so, zack, zack. Was, 119 Hertz? Was? Gib mir meine Herz zurück. Gib mir meine Herz zurück. So, 116, 144, so. Ja, schon 144 Hertz, Mundorm. Dann wollen wir den natürlich auch benutzen. Ah, schon besser. Oh, bei euch hängt's, sehe ich gerade. Ach, schön. Ich liebe Spiele, die funktionieren. Merke, ändere nie die Herzzahl in einem Spiel, wenn du aufnimmst. Ich probiere mal gerade was, sonst müssen wir kurz neu starten. So, Spielaufnahme. Ja, ich glaube, kurz ein Monster. Nicht wundern. So, sonst sterben wir nämlich alle. Spielaufnahme, Grim Dawn. Ja. Und siehe da, wir sehen nichts. Da ist schwarz. Okay, da müssen wir einmal kurz neu starten. Ja. Warum sollte auch etwas gut laufen, ne? Ich meine, gut. Wenn man die Herz umstellt in einem Let's Play, ist das natürlich fatal. Sollte man nicht tun. Wir starten Grim Dawn nochmal kurz neu. Im Hintergrund übrigens unser kleines Retro-Männchen, was ich sehr, sehr cool finde. So, dann gucken wir mal, ob wir Grim Dawn jetzt nochmal reinkriegen. Und dann starten wir einfach. Er hat es ja gespeichert, unser Charter ist er. So, Start. Nekromant Level 2. Legendäre Gegenstände sind sehr selten, aber auch unglaublich mächtig. Sie werden ab Stufe 50 fallen gelassen. Das ist eine gute Info. Ich weiß gar nicht, bis welches Level wir derzeit allgemein spielen können. Aber ab Level 50 ist natürlich, ich denke mal, geht's dann weiter. So, komm. Achso, wir wollten unsere Skelette natürlich noch reinhauen. Müssen wir gleich mal belegen. Geht das hier? Skelette, da. So. Drei Stück. Drei an der Zahl. Gebe dir eine Qual. Nice. Boah, die klatschen so schön. Sehr gut. So, was haben wir gefunden? Ein Holzschild haben wir hier gefunden. Ist aber genauso stark wie das, was wir haben. Wir haben noch Knüppel plus 10 Schaden pro Sekunde. Nehmen wir natürlich mit rein. Ne? Wir knüppeln gerne, wir knüppeln oft, wir knüppeln gerne und vor oft. Ich scroll übrigens mal, oder? Ein bisschen ran oder wollen wir lieber von der Ferne? Bin gar nicht so sicher. Heiltränke nehmen wir auch mit. Skelette, bleiben die bestehen dauerhaft? Ich guck gerade mal. Ja, anscheinend. Ich glaube, wenn die tot sind, sind sie tot, aber solange bleiben die bestehen. So. Guck mal, wir brauchen gar keine Freunde. Weißt du, wir brauchen keine Mitspieler. Wir machen das einfach alleine. Wir haben unsere Skelette hier. Das muss reichen. Mach da mal kaputt. Schrott nehmen wir mit. Er tritt erstmal schön die Tür ein. Guten Tag. Oh, ich drücke mal aus Versehen die rechte Maustaste. Will ich gar nicht. Macht nämlich kein... Ja. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Irgendwas? Da ist noch was. Ohne Lederhose. Gucken. 24 Rüstung. Nice. Nehmen wir natürlich direkt mit. An Grim Dawn liebe ich dieses schöne Düstere. Ne? Also, Grim Dawn ist mehr Diablo 3 als Diablo 3 selber, weißt du? So von der Stimmung einfach her. Finde ich super umgesetzt. Wow, oh, Level 3. Gucken wir mal, ob was dabei ist. Erfordert 8 zusätzliche Punkte in Nekromant. Okay. Dann leveln wir hier einfach erstmal weiter. Ja. So, hier können wir irgendwas machen? Nee, ne? Noch nicht. Kommt wahrscheinlich noch. Aber das werden wir noch rauskriegen. Das ist schon ewig her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Also, ich glaube, 2017 war das. Ende 2017 oder so. Nicht hundertprozentig sicher. So, warte mal, da kommen wir rein. Und zwar hier rüber. So. Achso, meine Skelette sind weg hier, bitteschön. Also, zack, wie die Gegner wegfliegen. Ich liebe es. Oh, 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 oh. Nice. Oh, yeah. Eine schöne Knarre. Sehr cool. Lass mal, wie viel ausgerüstet. Schießen ist immer gut. Ich schieße gern. So, es wird scharf geschossen hier. 24 Rüstung ist gleich. Nee, den lassen wir. Okay, das lassen wir auch. Genau, schieß mal die Tür auf. Munition ist, glaube ich, ungültig. Also, wir brauchen keine Munition. Was ist das hier? Kompasskarte. Ach so, die Minimap. Ach cool, können wir auch ein bisschen größer einstellen. So finde ich das sogar besser, ne? Schön groß. Quasi wie ein alte Handy-Leute. Alte Leute-Handy, so rum. Alte Handy-Leute. So, das nehmen wir mit. Skelette sind nur alle da. So, nicht in die komische Giftwolke reinlaufen. Wäre fatal. Aber es macht echt Spaß, muss ich sagen. So, vergessene Glut.
Ach, schön. Ich fühle mich fast wie zu Hause hier. Sieht doch fast so aus wie bei mir zu Hause. Nein, Spaß, bei mir ist alles aufgeräumt. Alles ist sauber, ordentlich, so wie sich das gehört. So, die ledernen Hosen nehmen wir auch noch mit. Gut, die sind alle gleich, bringen uns gar nichts. Wir haben noch eine Leiche. Oh, der schmeißt ein bisschen was raus. 17 Schaden pro Sekunde. Okay, nehmen wir mal mit rein so lange. Ich weiß nicht, ob... Was sieht cool aus, die Waffe. Guck dir das mal an. Ja, sie funzelt. Also, sie ist eigentlich ganz nett. So, so. Sie schleudert die Gegner auch einmal durch die komplette Map. Also, ich bitte dich, was willst du mehr? Boah, wie viele Heiltränke ohne Ende, ne? Sehr gut. Warte mal, hier ist noch was. Das wollen wir kaputt schlagen. So, lederne Greifer. Ist hier was? Und jetzt hier ist doch... Wie geil ist das denn? Oh nein, ich wusste es nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Es sah halt nur so verräterisch aus. Anscheinend wird dieser Weg durch einige Felsen blockiert. Du kannst ihn mit Sprengstoff beseitigen. Die alten verlassenen Minen rund um Oldkern sind wahrscheinlich der bessere Ort, um ihn zu finden. Ja, krass. Geil. Also, wirklich geil. Ich liebe sowas. Moin, Bulli, grüß dich. Bis Level 100. Danke für die Info. Sehr, sehr cool. Alter, ich bin gerade baff. Ich liebe Secrets. Ich liebe Secrets. Okay, ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir da nicht auch sonst hingekommen wären, weißt du? Genau, einfach außen rumlaufen müssen. Aber ist okay. Ich meine, wir haben es rausgefunden, es gibt Secrets. Das ist schon mal cool. So, waren wir hier schon drin? Nee, hier waren wir noch nicht drin. Achso, ihr killt euch gegenseitig. Alles klar. Ich komme einfach mal dazu. Ne? So. So. Gib mir das. Irgendwas dabei? Nee, ne? Knarre ist ganz interessant. Werden wir auf jeden Fall erstmal aufheben. Oh, nice. Novizentunika der Verbrennung. Ziehen wir mit rein. Natürlich ziehen wir die mit rein. Logbuch des Hafenmeisters. Sehr schön. Betritt die Höhle unter Boreal oder Burial Hill. Okay. Wie, die Monster sind kein One-Hit mehr? Was ist da los? So. Okay. Ich fühle mich immer so schlecht dabei, Leichen zu plündern. Aber was willst du machen? Nützt ja nichts. Die brauchen sie eigentlich eh nicht mehr, ne? Ich meine, sie können damit nichts mehr anfangen. Ah, schön. Wie viel Eisen haben wir derzeit? Ich gucke mal. 356. Sehr cool. Ach, hier können wir auch sortieren. Ach, wie cool. Ach, wie... Ach, boah. Das ist ohne Witz so ein kleiner Orgasmus, da, den ich gerade verspüre. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Das Spiel übrigens derzeit im Angebot. 75% reduziert, ne, auf Steam. Ich würde es euch empfehlen, wenn ihr sagt, okay, das gefällt mir so vom Aussehen her. Bin mir auch noch nicht sicher. Kauft es euch. Ich glaube, 4-5 Euro kostet es derzeit statt 20. Ihr macht nichts verkehrt. Ist so. So, Stoffgurt. Sammeln ihn auf und wir haben direkt ausgerüstet. Nice. So, was ist das hier? Kann man hier noch sein Inventar später erweitern? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es aber herausfinden. Wir werden es herausfinden. Haben wir denn hier noch Schönes? Kann man da? Ne, da kann man nichts machen. Ich höre doch irgendein Vieh. Und da klatscht irgendwas. Oh, hier, da. Genau, euch meinte ich. Ah, wir leveln noch so schön schnell. Das ist gut. Das fühlt sich auch gut an. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir dann, denn da oben wartet etwas. Und in der nächsten Folge skillen wir dann auch unsere Punkte. Bis gleich.